Oh ja, da ist es, das neue Tracker Knife von Böker Plus. Ein adaptiertes Tracker Knife mit Kreidescheide. Wenn du wissen willst, ob dieses Messer was taugt, ob es cooler und besser ist als das originale Tracker Knife von Tops, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier von Waldholer.at, unserem Buschkraftareal. Schau mal her. Das sind sie, die zwei. Das ist das originale Tracker Knife von Tops und das ist die neue Interpretation von Böker. Und wir werden uns die gleich einmal anschauen. Ich habe das noch nie verwendet, das ist jetzt ganz neu. Wir testen das jetzt gemeinsam und dann werden wir zu einem Fazit kommen. Punkt, Fakt ist gleich einmal das Erste. Unabhängig jetzt von der Größe und vom Gewicht. Wie gesagt, ich gebe da den Link in meinen Shop, schau dir das an, dann kannst du das Gewicht anschauen. Gibt es übrigens beide im Shop. Der Griff ist deutlich dicker, breiter und ich muss sagen, er ist dadurch für mich etwas angenehmer. Er ist auch weniger vorgebend, weil schau mal hier, hier hat der Designer, Tom Brown, vorgegeben, so ist das zu halten. Ja? Nicht irgendwie anders, ist für den Power Cut noch immer einsetzbar, aber er sagt, so ist das zu nehmen. Ja, Böker sagt, das ist mir wurscht. Ja? Also nimm einfach irgendwie und das wird schon irgendwie passen. Das ist die Idee und es ist auch von der Form her runder aufgebaut. Ja, das Original-Tracker ist relativ gerade, dann hinten fällt es ab, um eben zum Hacken und Hauen hier noch mehr Zug zu haben. Aber das ist eher Kukri-ähnlich. Schau mal her, wenn ich jetzt... Ja, fällt es mal runter. Schau. Greift nie in ein fallendes Messer. Es ist auch Kukri-ähnlich. Also es ist irgendwie ganz cool. Aber jetzt höre ich auf ins Reden. Jetzt sollen wir was tun. So, wie gesagt, das Böker hatte ich noch nie meins. Das ist jetzt Premiere. Und ich will jetzt mal... Aha, reinhauen. Okay, also das Tracker, das Original-Tracker, deutlich schwerer natürlich auch, hat mehr Zug, ist okay. Ja, aber so schlecht ist das jetzt einmal gar nicht. Beim Reinhacken, Vibration, spüre ich nichts. Das passt alles gut. Das war mir mal gleich von Anfang an wichtig. Das sind so mal meine ersten Tests, die ich mache. Also ich schneide gar nichts. Wenn es um so einen Messertyp geht, immer mein Taschenmesser, ist das klar. Das ist einmal das Erste. Das passt einmal alles ganz gut. So, dann schauen wir gleich einmal. Okay. Mhm. Nicht zu übel, das ist ein Esche, ein Stück Esche hier. Ja. Tote, harte, schöne, elastische Hartholz. Ja. Mhm. Das geht eigentlich auch ganz gut. Das passt einmal. Jetzt Vergleich zum Tracker. Wobei, wie gesagt, zum Original-Tracker, das ist größer, das ist schwerer, das merkt man auch. So, hat das Tracker ein bisschen die Nase vorne, aber es ist nicht, wie gesagt, auch, und jetzt schauen wir uns das einmal an. Schau, es ist ja auch größer, es hat einfach mehr Wucht, aber das musst halt auch tragen wollen. Ne? Aber gut, das kleine Teil arbeitet wirklich gut für das, was es an Gewicht hat. Also ich bin da positiv überrascht. Ich meine, ich habe das Messer aufgrund eines Kommentars auf Instagram gesehen. Also hat mir jemand die Frage gestellt, was hältst du von dem Messer? Ich habe es ja gar nicht am Radar gehabt. Dann habe ich gesehen, dass es das gibt und dann habe ich gesagt, wow, ich sehe schon von der Weite, dass das Messer cool ist und ich glaube, ich habe recht. Ausnahmsweise mal. Ich meine, ich mache extrem viele Fehlgriffe auch, aber bei dem war ich mir ziemlich sicher und das passt gut. Also wie gesagt, für das Gewicht und für die Größe arbeitet das Teil wirklich sehr, sehr fein. Da gibt es ja mal überhaupt nichts zum Sudern. Yeah! Gut, dann wollen wir uns einmal die Schnittfähigkeiten anschauen. Und das ist jetzt wieder ein Eschenstück, das ich hier bearbeite. Mhm. Ist runtergefallen durch den Sturm, den wir hatten. Jetzt schon ein bisschen morscher jetzt, das gebe ich zu. Aber jetzt nicht so morsch, dass es keinen Schnitztest erlauben würde. Also ja, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt ab Werk. Ja, es ist ab Werk, dieser Schliefzustand. Ich meine, für ein bisschen Schnitzen ist das auf jeden Fall okay. Das sage ich jetzt gleich einmal, das sage ich gleich. Da kann das normale Tracker auch mit natürlich, ist klar. Aber ich sehe jetzt keinen Vor- oder Nachteil. Also ich muss sagen, die sind da beide top, da gibt es gar nichts. Also du kannst da keinen Fehler machen. Ich finde sogar, dass... dass Böker hier etwas mehr Biss hat, das heißt einfach mehr Schnitt
tiefer, ja, eindeutig rein geht, logischerweise. Aber jetzt nicht nur von der Schärfe, sondern insgesamt von der Klingengeometrie kommt man das vor. Das ist wirklich, das ist okay. Also für alle, die das normale Tracker schon einmal im Einsatz hatten und sagen, ja, es ist gut, aber zum Schnitz ist nicht so cool. Aber ja, die Antwort, also das hier, das beißt. Was mir bei diesem Messer natürlich gleich auffällt, ist dieser Klingenteil hier. Der ist deutlich tiefer geschnitten als beim Original-Tracker. Schau mal her, das geht da kleine Stücke rein, das geht deutlich tiefer rein. Und das ist etwas, ich habe schon viele Custom-Messer gesehen, besonders die Amerikaner, bei denen das Tracker-Knife umgebaut wurde oder neu gemacht wurde. Und viele bemängeln, dass es eben hier dieses Teil ein bisschen tiefer sein sollte. Und übrigens, ich sehe das auch so. Und das Ergebnis, das kann sich sehen lassen. Also das... Das macht auf jeden Fall Spaß, das macht wirklich Spaß. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Original-Tracker, ich meine, was ist Original? Ja, das ist jetzt auch die Frage. Das geht natürlich mit dem genauso, ja, das ist überhaupt keine Frage. Und ich habe das jetzt noch einmal nachgeschärft, bitte. Ja. In diesem Bereich, mach das mit einer Rundfeile. Also wenn dich das interessiert, schreib mal einen Kommentar, dann zeige ich einmal, wie ich meine Tracker-Knives schärfe. Und also obwohl das auch jetzt hier an dieser Stelle nachgeschärft ist, zieht das einfach besser. Ja, das ist einfach so. Ja, cool, taugt mir. Was natürlich auch auffällt, ist, ja, das Original-Tracker hat hier diese Sägen-Raspel-Teil. Ja, eh okay. Habe ich schon einmal ein Video dazu gemacht. Das fehlt hier komplett. Ist nicht da. Das hat natürlich jetzt eine Auswirkung. Und zwar, man kann hier beim Betonen, was wir dann nachher auch noch machen werden, draufschlagen, ohne dass man sich diesen Schlagstock kaputt macht. Weil das ist natürlich beim Topsknife ein Problem. Ne? Das ist einfach so. Gut, dafür habe ich halt keine Raspel und kann jetzt nichts. Sägen ist sowieso nicht dabei sinnvoll. Aber mir gefällt das eigentlich besser, weil man braucht die meistens nicht wirklich. Was auch auffällt, ist hier der vordere Klingenrücken, der ist abgerundet. Richtig schön abgerundet, also auch, dass man es schön halten kann. Schau, das funktioniert sehr, sehr schön. Und der hintere Klingenrücken, der ist so, ja, ausgenommen. Und hier ist scharf. Also werden wir schauen, ob man da einen Feuerstahl bedienen kann. Das werden wir dann gleich ausprobieren. Aber das jetzt mal so die Nahaufnahme von dem Messer. Also mir gefällt das sehr gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Na, dann wollen wir mal ein wenig mit dem Feuerstahl spielen. Und zwar, ich nehme jetzt hier, das ist natürlich absolut unausreichend, um wirklich ein Feuer zu entzünden. Es geht ja nur ums Ausprobieren. Das ist übrigens der Nachbau von René Rossmann. Letzte Feuerstahl deines Lebens gibt es auf Amazon. Ist ein gutes Teil, ist auf jeden Fall cool. Und das probieren wir gleich einmal aus. Es funktioniert auf jeden Fall, dass man den Feuerstahl bedienen kann. Das ist ein ganz großes Manko eigentlich vom Tom Brown Tracker Knife, wo das ja im Endeffekt nicht wirklich funktioniert. Da hinten das ist okay, geht gerade so, aber da ist das hier deutlich besser. Dass sich natürlich eine schöne Beschichtung dadurch löst, das ist klar, aber das gibt der Messercharakter, also das gehört dazu. Wenn du ein Messer rausnimmst und es ist ganz jungfräulich, dann weiß man, jui, ist ein Sammlermesser. Und natürlich möchte man gleich einmal schauen, wie sich das verhält, wie stabil es ist. Also es passt einmal alles, da hat sich nichts verbogen, wobei habe ich jetzt auch nicht erwartet. Da tut sich gar nichts. Das ist mal alles gut, das ist alles schön. Super, wunderbar. Das gefällt mir. Dann, wie gesagt, du siehst jetzt, wie ich so einmal an die Sache mich herantaste. So, das passt auch einmal. Das fährt eigentlich ganz gut rein. Und da will ich wissen, wie stark das Messer hier vibriert. Ja? Ja, das ist manchmal total ein Schuss mit Krösteln. So, das passt einmal ganz gut. Das ist alles nett. Das ist gut so. Jetzt will ich wissen,
was tut das Griffmaterial, wenn man da hinten drauf klopft? Ich meine, dass das dann nachher nicht mehr schön ausschaut und so, das ist mir aber alles wurscht. Aber was passiert da? Da passiert gar nichts. Das ist einmal gut. Ist auch alles schön gemacht. Ja, auch das ist schön. So, gut. Dann wollen wir noch einmal den Batontest machen. Das freut mich natürlich. Das war aber jetzt Zufall. Das war jetzt Zufall, ja. Noch einmal. Also, ja. Also macht einmal alles so, wie es tun soll, weil das ist ja, ich meine, okay, das erwartet man von einem Messer. Da sind wir jetzt im Kernholz, da können wir auch schön arbeiten damit. Ich finde die tiefere Tracker-Ausnehmung hier, ja, diese zusätzliche Klinge, die sich da ergibt, die größere, die finde ich zum Beispiel zum Arbeiten in dem Zusammenhang da viel, viel netter. Weil schau mal, was du da machen kannst, ja, wie schön da diese Hobel werden, das ist cool. Also das macht richtig Spaß. Ich bin ja süchtig nach dem, ja. Also nicht nur nach Messern, klarerweise, sondern ich bin süchtig nach diesen Schlaufen da, nach diesen Locken. Da bin ich süchtig drauf, ja. Ich weiß nicht, nach was bist du süchtig? Ich meine, wollen wir jetzt nicht indiskret werden. Aber ich kann und einfach nicht aufhören, diese lustigen Locken zu machen. Komm, brenn an. Nein, brennt nicht an. Und sie anzuzünden. Ja, so hat halt jeder, ja, jeder seinen Knall. Und meiner ist halt so, wie er ist. Das passt alles super. Also, Daumen nach oben. Ja, was ist mein Fazit? Die Abschlussbetrachtung und den Vergleich und so. Also, die Kydex-Scheide ist gut, aber sie ist nicht top. Wobei der Preis, ich gebe da billige Eigenwerbung, den Link in meinen Shop, von dem Teil her ist im Vergleich zum Tops ein Wahnsinn. Also, das ist so günstig im Vergleich zu dem. Also, das ist eigentlich ein, wie sagt man, wie habe ich jetzt gelernt, ein No-Brainer. Weiß nicht, ich als No-Brainer weiß ja nicht genau, was das bedeutet, aber auch die Kydex-Scheide, da ist dann dieses Böcker plus eigene Tech-Lock dabei, das halt nur das Tragen. Also mir gefällt das nicht, das gefällt mir nicht, aber das ist halt dabei. Ich würde dann auf ein richtiges Tech-Lock umsteigen. Gibt es natürlich auch bei mir im Shop, das ist gut. Also wie gesagt, die Scheide ist nicht so toll gemacht wie bei Tops. Das ist auch, das Material ist dünner, aber auf jeden Fall ausreichend. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und sagen, was ich davon halte. Auf Dauer, aber der erste Eindruck war mal auf jeden Fall cool. Das ist das Original. Das ist schwer, es ist teuer. Ist okay. Und ich habe schon viel Erfahrung damit. Aber ich kann keinen Nachteil an dem hier finden. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich gehe mal davon aus, ich habe überhaupt nichts recherchiert, ich mache das nie. Ja, das ist, ja, ich glaube, dass das wahrscheinlich der Designer sein wird. Ja. Wenger Blades, wahrscheinlich jetzt oder mal. Ja, das mag sein. Ist cool. Wirklich cool. Ob es 42A-konform ist, ich weiß es nicht. Gehe meinen Shop und schaue da an, wie lang es ist und ob das passt oder nicht. Aber ist echt nett, ist echt fein. Gefällt mir gut. Das war's. Schreib mal einen Kommentar, was du von Tracker-Messern überhaupt hältst. Was hältst du von diesen hier? Wie schaut dich das an, wenn ich das jetzt mal so auf Österreichisch sagen soll? Wie schaut dir das an? Also, was meinst du dazu? Was ist da deine Meinung? Magst du diesen Kukri-ähnlichen Style oder ist da doch das Originale mit diesen Säge lieber? Hast du es vielleicht? Schreib uns was, das würde mich irrsinnig interessieren. Daumen nach oben oder nach unten. Abo da lassen, da geht's in den Shop zum Messer. Wenn du es kaufen willst, anderes Video. Und bleib dabei. In ein paar Monaten berichte ich, wie es mir damit gegangen ist. Bis dann und ciao.